herzlich willkommen bei Kochen mit Tom, Honey Bear Berlin. Heute wieder ein besonderes Video. Heute bereite ich ein Rezept vor oder zeige euch ein Rezept, welches das Wunschrezept des Monats April, Anfang Mai war. Und dort hat die liebe Mariko Stankovic gewonnen. Sie hat sich einen Sommersalat gewünscht mit Grillfleisch. Da ich keinen Grill habe, wird mein ein Grillpfannefleisch. Und was wird es geben? Es wird eine altbewährte Salatvariation meiner Mama geben. Ich mache einen leckeren Petersiliensalat. Die Zutaten findet ihr nachher im Video und auch nochmal in der Infobox. Was ich als Pfannenfleisch machen werde, nicht Gemüse, Pfannenfleisch machen werde, was nicht auf den Grill kommt, weil, wie gesagt, kein Grill vorhanden, ist eine Köfteart, meine spezielle Köfteart, die auf einen Spieß kommt, mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen Schafskäse. So, lasst uns dann gleich mal anfangen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben und euch das Video und die restlichen Videos auch gefallen, freue ich mich natürlich über neue Abonnenten und Zuschauer. Also, viel Spaß dabei, euer Tom. Zuerst bereite ich meine Spieße vor, meine speziellen Toms Köfte-Spieße. Und wir haben jetzt hier eine Zucchini, die schneide ich erstmal in die Hälfte einmal. Dann habe ich hier schon Feta-Käse in kleine Blöcke geschnitten. Und dann haben wir hier kleine Mini-Paprikas. Die kommen nachher auch auf den Spieß. Ja, und hier sind jetzt meine leckeren Köfte. Die bestehen aus reinem Rindfleisch bei mir. Kein Schweinefleisch. Die habe ich gewürzt mit Paprika, Salz und Pfeffer, ein paar klein geriebene Zwiebeln und ein bisschen Chili. Das Ganze ein bisschen zusammenschieben. Und was fehlt uns dann noch? Uns fehlt noch eine Tomate, die wir dann auch hier drauf geben. Sie sind mir nicht ganz so gelungen, wie ich das vorhatte. Mit dem Hackfleisch auf den Spießen, das war nicht so eine gute Idee. Ich hoffe, sie werden mir in der Pfanne gelingen. Ihr werdet das gleich sehen und viel Spaß damit weiterhin. Ja, und bei meinem frischen Sommersalat handelt es sich, wie gesagt, um einen altbewährten Petersiliensalat, den meine Mama früher mal zu Shishkebab gemacht hat. Vor knapp 40 Jahren, kann ich so sagen schon. Mein Alter kennt ihr ja meistens. Ja, und dazu benötigt ihr, kommt drauf an, wie viele Personen ihr seid. Also ich mache den jetzt für mich. Ich habe jetzt hier anderthalb Bund Petersilie. Das heißt, wenn ihr ein 2- oder 4-Personen-Haushalt seid, müsst ihr natürlich abwägen, wie viel eure Lieben essen davon. Dann haben wir Zwiebeln, die wir dann auch klein hacken. Ein paar kleine Paprika habe ich. Ich habe hier noch ein paar bunte Mini-Paprikas über gehabt, die ich dann klein schneide. Zitronensaft. Und ein bisschen Öl kommt dann noch dazu. Und das ist dann auch schon gewesen. So, das Ganze wird klein geschnitten, die Zwiebeln klein geschnitten, Paprika klein geschnitten. Bei der Petersilie, wie gesagt, einfach nur die Röschen abzupfen und dann in die Schüssel. Also, viel Spaß dabei. Schneiden wir die Zwiebeln klein und geben diese dann in kleine Stücken auch dazu, sowie die Paprika. So, hier haben wir jetzt unsere klein geschnippelten Zwiebeln und jetzt machen wir die Paprika, schneiden wir jetzt auch noch in kleine Stücke. Es läuft inzwischen auch schon, das kann ich ja zwischendurch schon mal sagen, es läuft inzwischen schon die nächste Rubrik, euer Wunschrezept, und dort könnt ihr dann auch eure Wünsche eintragen. Einfach schreibt ihr sie mir bei Facebook in meine Gruppe ein. Dort ist eine extra, ein extra Beitrag, ein extra Tweet, wo ihr das eintragen könnt. Oder ihr tragt es hier bei YouTube ein und wünscht euch hier ein Rezept, was ich dann demnächst für euch koche, falls die Mitglieder für euer Vorschlag stimmen. Ja, was gibt es sonst noch? Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, bei mir gibt es ein neues Format, Traveling with Tom, und da zeige ich euch
ein paar Impressionen von meinen bisherigen Reisen, soweit ich da etwas mitgeschnitten habe. So, nun fügen wir unsere Paprika und unsere Zwiebeln zu unserer Petersilie hinzu. Vermengen das Ganze, bevor wir ein Dressing angeben. Und lassen dieses jetzt erst ein bisschen durchziehen. So, ihr Lieben, meine Köfte braten jetzt so langsam vor sich hin. Und den Backofen habe ich auch schon an für meine Beilagen. Das werden Pommes frites werden. So, ihr Lieben, meine Köfte sind noch in der Pfanne und noch am Brutzeln. Und wir machen jetzt mal kurz, oder ich mache jetzt mal kurz, das Dressing für meinen leckeren Petersiliensalat. Also, wichtig ist eine Bio-Zitrone. Und da nehmt ihr ganz nach der Menge halt. Für meine Zwecke, für meine 1-2 Personen, brauche ich eine halbe und die drücke ich dann aus. Dann eine Prise Zucker, ich nehme hier immer Braunzucker. Etwas Pfeffer, frischen Pfeffer aus der Mühle. Und ein bisschen Meersalz. So, dann noch ein gutes Öl dazu geben. Und dann geben wir unser Dressing über unseren Salat. Hallo ihr Lieben, hier ist nun meine leckere Grillplatte bzw. Pfannenplatte. Mein leckerer Salat, den sich die gute Marika Stojkovic gewünscht hat. Ein sommerlicher Petersiliensalat. Und meine leckeren Rindfleisch-Spießbuletten mit Pommes dazu. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das leckere Rezeptvideo heute. Solltet ihr auch mal einen Wunsch haben, was ich euch kochen sollte, schreibt es mir in die Kommentarbox oder bei Facebook auf meiner Gruppenseite Lecker kulinarische Genüsse Kochbuch mit Tom and Friends. Und ihr seid vielleicht das nächste Mal derjenige, den die Mitglieder wählen und ich koche für euch ein Rezept, was ihr euch gewünscht habt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Videos. Bleibt mir gewogen, euer Tom.